Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo Sport. Wir sind in der Trailbreaking-Übung Nummer 1. Da wird es auch mehrere geben. So, die heutige Übung besagt, bis jetzt war es eigentlich immer so ein bisschen... Okay, das war schon ein bisschen verkackt hier eigentlich. Bis jetzt war es ja immer so, immer die Kurve anzubremsen und dann in der Kurve selber eigentlich nicht mehr zu bremsen. Hier ist jetzt eher so andersrum der Fall. Hier ist mal so eine Strafe. Hier ist eben so, man muss eigentlich quasi sogar noch in der Kurve noch leicht mitbremsen. Ja, weil das ist ja so das Ding, ich bin glaube hier auch immer gefahren. Oh, habe ich ein bisschen spät gebremst, oder? Ich habe hier glaube immer auch immer vor der Kurve gebremst und dann eben in der Kurve selber nicht mehr. Aber da muss man halt auch vor der Kurve mehr bremsen. Dann kann es sein. Okay, okay. Lass mich halt nicht ausreden. Ich wollte sagen, ich mache hier gerade voll den Scheiß, aber ich mache einfach voll die Goldmedaille. Okay, ja, dann halt. Ich wollte sagen, vielleicht, wenn ich eben vor der Kurve komplett bremse und in der Kurve nicht mehr, dass ich da dann vielleicht halt auch ein bisschen Zeit verliere oder so. Aber in dem Fall, man hat es gesehen, irgendwie war ich hier richtig gut unterwegs. Ja, nun gut. So, dann geht's hier eben gleich weiter hier. Drillbreaking. Übung 2. Sind wir mal gespannt, wie es hier abläuft. Also wir sind wirklich mal gespannt, ob es jetzt wieder so einfach geht oder so. So, okay, hier wird es ein bisschen enger. Wir kommen hier wieder schön weiter raus. Nochmal so eine kleine hinterher. Bin jetzt aber gar nicht so interessiert. Okay, diese Übungen, ich weiß nicht, vielleicht fahre ich halt auch ein bisschen anders wie geplant und bin dadurch dann sogar auch schneller. Ich meine, es war jetzt nicht so übermäßig viel, aber es war halt einfach ausreichend. Also bei den Übungen kann man hier richtig fett Credits sammeln. So, leider kein Drillbreaking 3, sondern das Meistern von Linien für Kurvenkombinationen in dieselbe Richtung. Aha, okay. Ich fahre einfach nur eigentlich. Hier geht es jetzt auch irgendwie darum, irgendwie, ja, gerade hier. Hier kommt nochmal so eine Kurve. Ja, hier war ich ein bisschen... Obwohl, okay, ey, das sind wirklich geile Aufgaben hier. Ich weiß gar nicht, was ich genau richtig machen soll, aber ich bin halt einfach schneller. Besser als die Goldmedaille hier. Mal wieder hier 18.000. Gibt mal hier richtig Kohle rein. So, nächste Lektion. Abschnittige Strecken, Abschnitte meistern. Ja, und ich habe die Lektion gelesen. Und dann habe ich schon gleich gewusst, so, oh nein, das wird doch sicherlich auf dem Nürburgring sein. Weil es geht hier eben darum, hier Kurven zu meistern, wo eben, ja, die Strecke nicht eben ist. Und hier auf dem Nürburgring hat man das eben ganz oft. Und hier ist natürlich das Wichtige, sag ich mal, da zu bremsen oder da zu beschleunigen, wo eben nicht die ganzen Unebenheiten sind. Aber hier auch, guck mal! Alter, sogar auf dem Nürburgring easy peasy Gold. Was geht ab, Leute? Das ist doch eigentlich hier meine übelste Hassstrecke. Aber klar, okay. Es war vielleicht ein Abschnitt, wo ich dann doch nicht ganz so verhasst bin. Aber der Nürburgring komplett ist schon... Bäh. So, die zweite Lektion in dem Bereich Streckenabschnitte mit Steigerung meistern. Okay, hier ist natürlich so eine Sache, denke mal eher dann vom Herausbeschleunigen her. Oh, sagt wieder bremsen, musste ich aber gar nicht so viel bremsen. Das kann jetzt sein, dass ich eben hier vielleicht die Goldmedaille verloren habe. Boah, ja, raus. Ja, okay. Oh, das erste Mal, ja. Keine Goldmedaille. Oh, ich muss mich schämen. Ich bin so schlecht. Aber ja, okay. Falls Sie untersteuern, gehen Sie vom Gas. Ja, ist klar, ne? So, aber der hat hier ehrlich gesagt bremsen. Guck mal, hier kann man eigentlich Vollgas durchgehen. Also ich bin nicht mal vom Gas runtergegangen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier so ein bisschen und dann BÄM! Okay, so viel ist gar nicht. Ich habe gedacht, wir haben ein bisschen mehr Vorsprung, aber trotzdem die goldene... Also es geht hier ratzfatz, Alter, okay. Ich habe gedacht, es wird immer schwerer, aber jetzt gerade ist es irgendwie sogar einfacher. Okay, jetzt mal was ganz anderes. Boxengassenübung. Okay, bitte auftanken. Verbleibender Treibstoff. Oh je. Aber wir sind eben auch gleich schon hier. Aber generell. Oh, hier geht's rein. Boah, Box hier. Fast hier. Hier weggekommen.
So, ändern kann ich hier gar nichts. Wichtig ist hier natürlich, wir müssen eben auch diese Runde beenden und eben nicht zu viel tanken. Man sieht ja hier die Markierung, weil wir ja auch noch auf Platz 1 kommen müssen. Hier so zack. Und es ist dann natürlich wichtig, wir dürfen eben, ja, das Wichtige ist hier natürlich, wir dürfen nicht zu viel tanken, weil wir dann zu lange brauchen und dann wohl nicht mehr auf Platz 1 kommen. Und wenn wir zu wenig tanken, ja, dann ist halt klar, dann bleiben wir auf der Strecke liegen. Der Scirocco, aber wir haben, glaube ich, hier auch Gegner, die sind, glaube ich, ein bisschen langsamer. Aber ich muss halt eben hier noch 6 Plätze aufholen. Also schon was zu tun eigentlich. Schade, dass ich hier die harten Reifen drauf habe. Konnte auch nicht ändern, ich wollte ja ändern, aber... So, hier ein bisschen... Ja, okay. 4 Sekunden haben wir, aber guck mal, wir holen gerade gut auf. Schau wirklich die Frage... Aber so viel langsamer war ich jetzt gar nicht. Was ist denn das hier auf der rechten Seite? Hier das 1, das 2 und B? Was soll das hier sein? So, Leute. Aus dem Weg. So, ah, verdammt. Ich wollte, hab das gesehen, noch links vorbei. Aber es hat nicht mehr ganz gereicht. Achso, der da vorne ist ja schon Platz 1. Das ist ja mal cool hier. Ich glaube, die sind aber extrem langsam unterwegs. Kann das sein? So, lassen wir hier vorbei. Also, was ist denn das hier rechts unter der Streckenkarte? Die sind halt auch ein bisschen langsamer unterwegs, aber halt natürlich, um das alles hier in einer Runde zu machen. So, und hier haben wir die Zielflagge. Yay! Das war mal ein schnelles Rennen. Okay. Aber war jetzt an sich auch gar nicht so schwierig. Das Schwierigste war, war eigentlich noch das Aufholen auf Platz 1, aber das Boxenstopp an sich. Vor allem so viel konnten wir gar nicht falsch machen, weil wir ja eigentlich quasi fast voll getankt haben. Obwohl halt, ja, war halt da der Tank, der in sich begrenzt. So, durch einen schnellen Boxenstopp in Führung gehen. Verschaffen Sie einen Vorteil. Ich bin nicht in die Box reingekommen, aber klar, okay. Wir müssen noch eine Runde fahren. Okay. Okay, was soll das bedeuten? Also wir müssen jetzt wirklich gut sein. Ah, jetzt verstehe ich das jetzt. Auf der rechten Seite soll es irgendwie so ein Boxenstopp-Vergleich sein wohl, oder? Denke ich jetzt mal so. So, und wir müssen jetzt wohl irgendwie ein bisschen tricksen oder einen guten Plan haben, damit wir eben dann nach vorne kommen. Kann es jetzt sein, dass wir in die Box rein müssen und die Gegner eben nicht? Das ist aber auch ein bisschen mies. So, ups. So, hier verbleibender Treibstoff, okay. Die sind aber wirklich langsam unterwegs. So, oh, der McLaren. Boah. Okay, hier können wir wieder nichts ändern. So, wir machen jetzt wirklich ganz knapp, so wie der Punkt hier sagt. Vielleicht minimal mehr. Boxenzeit, Stoppdauer. So, gleich wieder raus. Ah, der McLaren ist schon wieder vorne und einer ist hinter mir rausgeploppt. Das hat sich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen falsch angehört. Also, naja. Okay, wir sagen jetzt nichts dazu. Aber was heißt denn das jetzt hier? Jetzt haben wir hier 1 in so eine Zeit. Dann 2b. Das ist die Boxenrunde oder so. Keine Ahnung. So, was haben wir denn überhaupt? Wir sind Platz 5, aber wir haben eben noch diese und dann nochmal eine Runde. Oh, nochmal ein bisschen gebremst. Okay. Dann ist er, geht ja schon geil. Oh, da geht ja noch einer rein. Nochmal einer rein. Oh, okay, dann ist ja easy, Alter. Guck mal hier, der Mitsubishi vor uns. Dann ist ja easy, Alter. Leute, Leute. Okay, wir sind ja schon Platz 1. Und viel passieren tut jetzt auch nicht mehr. So, das wenig Treibstoff kann man eigentlich auch ein bisschen ignorieren. Diese Kurve, da muss man mal ein bisschen hier auf der Strecke aufpassen. Das ist so die englische Kurve. Und die anderen denken sich so alle so, hey, komm mal, da kann man so durchrasen. Bei der einen dann wirklich so, muss man wirklich aufpassen, Leute. Guck mal, richtig Vorsprung auch noch. Okay. Also diese ganzen Missionen hier gerade oder Lektionen sind gerade relativ easy.
Und 20.000 Credits, auch nice. So, die letzte Lektion für heute, das Rennen kraftstoffsparend beenden. Okay, wir müssen aufpassen. Wir müssen, also guck mal, oh, hier ist sogar zu, also wir dürfen nicht in die Box rein. Und wir müssen eben schauen. Oh, Alter, eine halbe Runde nur noch. Wir haben noch eine ganze Runde. Das Problem ist jetzt, wir müssen eben jetzt so ein bisschen anpassen. Und das große Problem natürlich, dadurch haben wir weniger Power. Müssen aber Platz 1 sein. Also zumindest halt für die Goldmedaille. Und dann eben auch noch, ja, Platz 1 am besten eben halten. Alter, scheiße, 0,6, das haltet sich gerade so ein bisschen. Müsste noch weiter runter, Alter. Muss ich wirklich so weit? Oder halt weiter hoch. Von der Zahl her gesehen. Aber ich muss ja auch ein bisschen was aufholen. Ich beachte jetzt immer so ein bisschen hier. Oh, toll, jetzt ist 0,5. Okay, ich mach mal ganz runter. Wobei ich jetzt ja auch nicht mehr auf eine Runde kommen muss. Aber ich sollte halt auch noch die Leute einholen. Ich mache jetzt mal ganz runter, weil... damit muss ich es ja ganz sicher schaffen. Wenn ich es damit nicht schaffe, dann... ja, okay, dann wird mir vielleicht ein bisschen die Power fehlen. Ein bisschen problematisch, weil ich jetzt nicht einschätzen kann. Obwohl doch, ja, wir sind so bei der Hälfte. Aber ich muss halt noch zwei Leute überholen. 0,4. Oh, es geht weiter runter. Bin mal gespannt. Also wenn wir hier auf 0 kommen, dann kommen wir in so einen Benzinsparmodus. Das heißt, wir bleiben nicht auf der Strecke liegen oder so, sondern eben nur so ein komischer Modus, wo man halt, ja, nicht mehr viel Gas geben kann. Aber wir holen auf. Aber wir haben jetzt halt die Gerade und dann eine Kurve und dann nochmal eine Gerade. Da ist eben die Frage, ob wir es da noch schaffen. Wir haben so ein bisschen im Windschatten, um hier hinzukommen, aber... so, oh, Alter, okay. Richtig robust hier. So, kriege ich die Viper noch? Komm, ich muss ja nochmal hier runter. Frage ist, ob das dann, ob ich überhaupt ins Ziel reinkomme. Also, wie es runtergeht. Okay. Aber ich komme leider nicht ran. Jetzt haben wir 0. Ist noch ein bisschen und dann kommt wohl gleich wieder Benzinsparmodus oder so. Okay. Ja, knapp dran eigentlich. Ich gehe jetzt mal ganz kurz zurück, damit ich die Kilometer hier sammeln kann. Weil hier auch Kilometer ist ganz gut mal. Und dann gehen wir gleich wieder rein, weil das würde ich schon noch gern auf Gold schaffen. Mach jetzt hier mal auf 6 hoch. Aber das ist halt eben wirklich die Sache. Wobei, nee, warte mal. Ich fahre auf... oh, jetzt ist es so richtig hochgegangen. Ich fahre mal auf 5. Dann haben wir ein bisschen mehr Power. Und eben, ja. Schauen wir mal. Einfach wann? Also auf 6 durchfahren, dann kommt mir so auf 0,3, 0,4 sogar raus. Aber jetzt guck mal. Ich habe die 1-2er hier schon auf der Geraden fast überholt. Oder kurz vor der Kurve. Und jetzt merkt man halt jetzt so, dass man eben keine Power hat. So, ein bisschen später gebremst. Es war auch ein bisschen waghalsig, muss ich auch ein bisschen zugeben. Aber es hat funktioniert, Leute. So, 0,9 sieht ja eigentlich so ganz gut aus. 0,8. Können nachher mal sogar auf 4 oder auf 3 gehen. Wobei, ich mache jetzt mal auf 4. Und gegen später vielleicht sogar noch auf 3. So, guck mal, wir kommen auch so ein bisschen ran. Was sind wir bei 0,7 hier an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind? Sage ich immer so, ist knapp die Hälfte. Müsste also reichen. So, oh, wobei hier Platz 2. Was hier natürlich auch so ein bisschen wichtig ist, natürlich gut zu bremsen. Also eigentlich spät zu bremsen, wenig zu bremsen, viel rollen lassen. Und nicht eben voll in die Kurve reinbremsen und voll aus der Kurve rausfahren. Das ist eigentlich was Wichtiges. Guck mal, es sieht ganz gut aus.
mal, es war sogar besser. Sogar besser wie beim ersten Versuch. Wir sind ja an der Viper dran, sind eigentlich quasi schon am Überholen. Jetzt komme ich ein bisschen weiter raus. Okay, das war sehr weit raus. Aber es reicht. Auf 4 kann man jetzt auch lassen. Wobei, oh. Mach jetzt hier noch 6, gerade auf Nummer sicher gehen. Bisschen schauen, er kommt wieder. Es wird eng. Aber ja, okay, er ist noch so ein bisschen hinten reingefahren. Ja, man kann so ein bisschen spielen, aber... Ich weiß nicht, da will ich dann doch ein bisschen lieber doch ein Stücken mehr tanken. Anstatt so knapp zu fahren und dann vielleicht doch ein bisschen sich verschätzen mit den Stufen oder so. Und dann ist halt doch blöd. So, wir holen unseren Wagen ab. Das war eine Stufe. So, Fahrschule Mittel. Gibt's eigentlich noch schwer? Doch, ich glaube schon noch. Also Mittel 3 und dann wohl noch dreimal so schwer. Wobei das jetzt, die Mittel 2, die war übelst easy. Im Gegensatz zu Mittel 1. So, was haben wir denn hier? Ein Jaguar F-Type R Coupé. Haben wir den nicht schon? Ich glaube in der GT3-Version oder so. So, 75% haben wir. Option Soundlosch. Stellen Sie die Lautstärke-Musik in der Soundeffekte ein. Wieso kommt das jetzt als Hinweis? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Es ist hier eben die Sache. Weil hier wird, sollte noch was kommen. Ich denke mal, schwer kommt noch. Das wird jetzt nicht angezeigt. Ich glaube, Mittel wurde mir, glaube damals auch nicht angezeigt. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. So, was mich noch kurz interessieren würde, wäre, wir haben doch, glaube... Ah, nee, jetzt habe ich hier Fahrzeug kaufen. Ich vertausche es immer so ein bisschen. Wo muss ich rein? Ich muss in Home. Einmal bei Home rein. Ein bisschen schauen. Können wir irgendwie sortieren. Hier, den haben wir eben zweimal. Da wollte ich, glaube den einen verkaufen. Den habe ich jetzt auch rot gemacht. Weil der war ja in so einem komischen Braun-Gold-Bronze-Ding oder so. Da können wir den ja noch verkaufen, weil das eigentlich ja nur ein Geschenkauto. Den habe ich mir ja damals gekauft. Aber nichtsdestotrotz, ja, guck mal, hier haben wir den Jaguar F-Type. Als GT3-Version. Und ansonsten... Ich habe eine Camaro. Hier eben als normale Version. Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin. Wiederschauen und reingehauen.